Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Rückkehr. Ja, ich habe jetzt bei Constantino noch nicht gesagt, dass ich der Lehrling werden will, sondern wir fragen jetzt noch die anderen, eben ganz schnell, ohne das zu speichern, eben nur Quick Save. Alter, was ist denn hier passiert jetzt? Aha. Hey. Gut. Wann kann ich bei einen Mann. Wenn es nach. Was? Ich wollte nur gucken, was man bekommt. Und Matteo sagt, damit hast. Bist du bereit? Ich bin dabei. Gut. Stärke plus 1. Ich werde dir beibringen, wie man ein. Außerdem. Da du. Das würde mir bestimmt nicht schaffen. Na also. Da wären. Dein Werk. So. Wie viel Stärke haben wir jetzt bekommen? Ein Stärkepunkt, ey. Das ist arm. Richtig arm. Ein Stärkepunkt. Und dann kriegen wir die Kleidung und die ist nicht gerade wirklich besser als die Kleidung, die wir vorhin bekommen haben. Oder im letzten Part, sag ich's mal so. Und die wir gleich wieder tragen werden. Außerdem haben wir 10 Mana bekommen. Zur Hölle, ey. 10 Mana. Überlegt euch das mal. Gut, jetzt können wir noch zum Bossbar gehen. Das machen wir auch. Ja, komm, hör auf zu surfen. Ich will bei dir. Gut, Harald. Torben hat. Constantino sagt. Und Matteo sagt. Damit hast. Du kannst jeder. Ich bin dabei. Du wirst es nicht. Ach ja. Und diesen Bogen. Bogen des Fährtensuchers. Nein. 5 Geschick zu wenig. Von dem kriegen wir gar nichts. Und die Rüstung können wir ja nicht anziehen, weil wir zu wenig Geschick haben. Okay. Aber ist auch relativ schwach. Ich bediene mich der. Warte, du dreckiger Dieb! Die ist ein bisschen besser. Nein. Ja, was gibt's jetzt noch zu sagen? Ich hab jetzt nochmal die Wölfe vor der Stadt erledigt. Also ich hatte irgendwie richtig Glück, dass nur der normale Wolf kam und nicht der schwarze Wolf. Er hat sich wohl da festgehangen. Hier. 10 Mana haben wir bekommen, ey. Und die Rüstung. Die ist Bombe. Ja. Den Bogen habe ich nicht mehr gekauft. Dann habe ich mir Eisspruchrollen geholt. 5 Stück. Den schwarzen Wolf habe ich damit 4 Stück fertig gemacht. Und so stellte er sich zwischen und einen Moment Brüder. Bitte. Gut, ja, bin ich wieder da. Und ja, ich habe überprüft wegen dem Mana. 34 Mana haben wir jetzt. Die Grenze ist da aber noch nicht, habe ich extra geprüft. Wir haben 10 Lernpunkte bekommen. Aber dort, und ja, wie gesagt, sie... Halt doch das Maul, Vatras. Halt doch einfach dein Maul. Ja, habe ich mir die Wölfe vor der Stadt habe ich ja erledigt, habe ich gesagt. Den schwarzen Wolf habe ich mit 4 Eisfallspruchrollen gecleared. Zeig mir deine. Also die sind echt Bombe, die Dinger hier, ne? Muss ich schon sagen. Kosten 50 Stück. Ja, und jetzt, ich würde sagen, jetzt können wir auch mal mit diesem Mika endlich reden. Hey, hey, nicht so schnell! Alleine hier draußen herumzuspazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Ist das wichtig? Von einem der Bauernhöfe. Ein Bauer also? Dann solltest du besser nicht alleine über die gefährlichen Feldwege spazieren. Wer weiß, wer dir hier auflauern könnte. Wer weiß das schon?
Ja, das Sumpfkraut habe ich geholt, den Pilz hier. Und dann habe ich noch einen Wolf da erledigt. Ich bin zwar dauernd wieder zu Vatras gerannt, aber ja. So muss es halt sein. Ja, hier waren die Speicherstände. So. Überspeichere ich jetzt mal. Egal, ob das jetzt was wird oder nicht. Mit der Folge. Quick Save. So, komm her. Also das Runenschwert ist ja gut und lang, aber was mich stört, ist die Angst. Oh, da hat er mich erwischt. Oh, schon wieder erwischt. Jetzt muss ich aufpassen. Sonst bin ich gleich tot. Boah, das war jetzt verdammt knapp. Das war jetzt richtig, richtig knapp. Rennen wir also wieder in die Stadt. Theoretisch könnte ich die Wege jetzt auch rausschneiden, aber da denke ich mir, Leute, echt jetzt, die paar Mal könnt ihr euch das ruhig ansehen. Ah ja, übrigens, wir können ja jetzt eigentlich... ins obere Viertel. Hey, genau. Du. Da könnten wir jetzt theoretisch eigentlich hin. Lassen wir aber erst noch. Kannst du mich heilen? Und eigentlich können wir Alrik jetzt wieder herausfordern. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Kohle. Und ich glaube, das machen wir auch. Ob das mit dem Schwert erlaubt ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber dafür haben wir schon zu spät für Alrik. Also würde ich sagen, gehen wir erstmal und es entstanden alle Wesen, weg. Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. Ja, ich weiß, Herr Vatras. Zuletzt entstand der Mensch. Okay. Naja. Eigentlich ist das ja gegen die Kirche, ne? Gegen die richtige Kirche. Die sagt ja, der Mensch war das Oberste oder ist das Oberste der Welt. Das oberste Wesen der Welt. Das höchste Wesen. Und der war zuerst. Der Mann war sogar zuerst. Naja. Ich bin nicht so gläubig. Aber gehe natürlich den Weg des Majas, also. Das ist mir nämlich ein bisschen aufgefallen. Alter! Nerv mich nicht! Blutfliege! Da ist nichts. Drecksblutfliege, ey. So. Gut, Heilpflanzen können wir nehmen. Geben uns auch wieder Ausdauer. Und hier ist noch eine Blutfliege. Das weiß ich. Ich bin nämlich hier vor den Viechern weggerannt und dann kamen die scheiß Blutfliegen. Also vor den Wölfen. Weil natürlich kam der schwarze Wolf nicht allein. Ne, du haust mir nicht ab. Du nicht. Oh, ich liebe die Musik. So. Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Wolf, der zwei Ratten gefressen hat. Und ich habe absolut recht. Gut, er hat nur eine Ratte gefressen. Also habe ich nur 10 Erfahrungen weniger. Dann ist das ja noch zu verkraften.
so halbwegs zu verkraften. Gut, Heilpflanze, Feuerkraut, Kronstöcke. Heilwurzel. Ja, die Überlegung ist jetzt, was mache ich mit den 10 Lernpunkten? Wo ich die einsetze, ist halt die Frage, ne? Schlösser öffnen? Ja. Bräuchten wir jetzt für ein paar Missionen bald. Oder ob ich da noch ein bisschen mehr in Einhand investiere. Dann hätten wir 34. Aber dann sind direkt 10 Lernpunkte weg. Es ist halt die Frage, was mache ich? Jetzt haben wir erstmal gut Mana. Das ist erstmal für den Anfang ganz okay. Ich könnte mir zwar mehr vorstellen, aber Mana haben wir gerade im Moment am meisten. Da ist ein Goblin. Können wir auch fertig machen. Groß abspeichern. Feuer. Ja, hier. Komm her. Ja, schön. Sehr schön. Ach ja, übrigens, hier 50 getötete Monster, ne, den Bonus habe ich bekommen. Da habe ich ein Mana für bekommen. Das ist immer unterschiedlich. Und ich habe nochmal ein Mana bekommen, weil ich, glaube ich, mein erstes Monster mit Magie getötet habe. Schön. Habe ich volles Leben? Ich habe volles Leben. Sehr schön. Wieder speichern. Groß. Ich weiß jetzt nicht, ist das Part 15 oder Part 16? Weil dann muss ich mir das nämlich aufschreiben. Ich will nämlich alle, obwohl ich will... Ja, mach ich das so. Ich werde jetzt alle 20 Parts, werde ich mir den Save-Ordner irgendwo sichern. Falls das Spiel mal durch gewisse Gründe, die ich verursacht habe, aus Versehen, kann ja sein, dass mal sowas passiert, ja, mir abschmiert oder sagt, ja komm, ich komme jetzt im Spiel nicht weiter. Aber eigentlich geht das nur durch Gescheite und sowas. Das nenne ich dann immer den Cheater-Malus. Das habe ich damals immer bekommen. Also ich habe, als ich Quest 2 bekommen habe, habe ich natürlich auch gecheatet, weil ich ein böser, böser Cheater. Da ist eine Blutfliege auf mich aufmerksam geworden und die kommt jetzt hier hoch. Wehe, die Angst setzt jetzt gleich ein, ey. Nichts zu plündern. Ja, genau. Dafür habe ich die Heilwurzel durch die nette Blutfliege nicht übersehen. Die hätte ich nämlich sonst übersehen. Gut. Ja, die Banditen kann ich mir sparen. Da muss ich noch gar nicht hin. Nee. Wo muss ich denn hier speichern? Hier. Gut. LP20. Dann sind wir gleich auch schon einmal durch. Nach gewissen Parts. Das Vieh kann jetzt warten, ey. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ja, die kriege ich nicht hin, oder? Nee, die kriege ich nicht hin. Man erzählt sich ja so einiges. Aber seine Entscheidung. Auch nicht, wenn ich hier Feuernässe hin. Ich probier's mal. Der war doch sturzbetrunken. Ich glaube, die kriege ich nicht hin. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße! Hör auf mit die... Jetzt bist du da!
Ach, der hat nur einen Ast? Das hast du verdient, Mistkerl. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Die haben nur Äste. Danke für das Gold, du Held. Oh, warum sagt mir das denn keiner? Ich dachte, die hätten auch wieder diese fetten, fetten Waffen. Aber die haben ja nur ein paar Äste. Oh, dann ist das ja was anderes. Dann wisst ihr was dann passiert? Ich stell mich hier hin. Ja, nicht Randolf. Engardo. Mach dich bereit. Boah! Geil! Ah, verdammt. Das hast du verdient, Mistkerl. Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Deine Waffe nehme ich mal mit. Steck die Waffe weg. Kluges Kerl. Wie mache ich das denn jetzt? Und damit sind wir wieder zurück bei Let's Play Gothic 2. Die Rückkehr, ja, der Absturz vorhin, ne? Blöd gelaufen. Kann aber passieren. Ist nun mal jetzt passiert. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auch hier weiter. Ich bin froh, dass ich hier noch einen Spielstand hatte. Und den werde ich jetzt erstmal nochmal neu speichern. Und wieder in Quicksave. Den Ordner habe ich gelöscht, den Quicksave-Ordner. Deswegen starten wir auch hier. Ja. Ich frag ja keiner. Das ist kein Geheimnis. Das sind doch alles nur Gerüchte. Gut. Dann starten wir auch diesmal hier. Mal gucken, ob wir das diesmal hinbekommen. Und tschüss. Das hast du verdient, Mistkerl. Ah, okay. 100 Erfahrung. Das läuft. Danke für das Gold, du. Aber ich wollte den eigentlich einzeln anlocken. Ohne dass der andere da drankommt. Mitkommt, sag ich mal. Vielleicht kriege ich das ja auch irgendwie hin. Das kriege ich bestimmt irgendwie hin. Ey, Randolph, lauf mir jetzt da nicht vor. So. Na, warte, du Mistkerl. Du wirst verbrennen. Das hast du verdient, Mistkerl. Ah, schade. Nee, da muss ich das leider mit einem Eisfall machen. Und danach mache ich den so fertig. Weil dann tausche ich jetzt erstmal die Klinge. Die hier. Gut. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Das wird sich nie ändern. Na warte, du Mistkerl! Nur aus deren Reichweite kommen. Sehr schön. Verdammt. Naja. Haben wir ja auch gut hinbekommen jetzt. Den anderen machen wir mit einem Feuerball. Und dann haben wir gut EP geholt. Sehr gut sogar eigentlich. Vielleicht spreche ich jetzt vorher nochmal mit dem. Wäre vielleicht besser. Die Banditen hier
Die da. Ich glaube, die packen wir noch nicht. Habe ich jetzt voll? Oder habe ich noch nicht voll? Einer fehlt. Nee. Komm, das kann ich so machen. Speichern wir mal so ab. Ist zwar komisch, aber egal. Was dich auch... Du bist ja immer... Wir... Da kann man sich nicht drauf verlassen. Hey, ich hoffe, ihr rennt mir jetzt da nicht rein. Na warte, du Mistkerl! Los! Sehr schön. Nochmal 100 Erfahrung. Meinst du, der... Ja, der redet dann mit mir. Gut. Vielleicht kann ich es jetzt sogar schaffen, dass ich noch den Dings hole hier. Den Mika. Ich versuch das mal. Ich versuch den jetzt erstmal zu holen, bevor wir da zurückgehen zum Arkiel. Ey, das wäre echt genial. Dann nochmal 100 Erfahrung einsacken. Gut, Mika. Kannst du jetzt gerne auch mitkommen? Och, Herr Held, geh doch mal ein bisschen schneller. Sehr schön, ey. So habe ich mir das gar nicht... Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ey, die hauen uns voll weg. Aber die waren ja richtig schwach. Ja, okay, die hatten ja auch nur schwere Äste. Ja, das gefällt mir so. Nicht overpowered. Ich könnte zwar noch ein paar Eisfallspruchrollen gebrauchen, weil die sind echt geil. Die gefallen mir sehr. Na, fuck. Das wollte ich gar nicht. Aber... Ich brauch... Wenn's um... Ja, schade. Gut. Das klappt nicht. Machen wir das mal anders. Habe ich das jetzt gespeichert? Nee, gut. Egal, machen wir es mal anders. Jetzt gehen wir erst in die Stadt zurück. Dann hauen wir den um. Alleine. Also Mika wartet ja da bei uns. Auf uns. Und dann... Dann sprechen wir mit Mika, dass der Kerl tot ist. Oder dass der das halt da macht. Machen soll. Aber dabei ist er dann schon tot. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir es vorstelle jetzt. Das wäre sehr, sehr, sehr nice. Very, very nice. It's really very nice. Gut. Dann komm mal her, Herr... ne? Mika. Herr Stadtwache. Ich hoffe, das funktioniert so. Wenn nicht, dann muss ich den leider anders ansprechen. Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles? Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Mal angenommen, ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen. Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs. Ja, ja. Und würde nur sehr ungern einen kleinen, hilflosen Bürger des Reiches schröpfen. Natürlich. Aber weißt du,
Wenn du mich so fragst, hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzuwenden. 10 Goldmünzen sollten für den Anfang reichen. Was meinst du? Ja, her damit. Warum nicht? Hier hast du die 10 Münzen. Großartig. Wenn du meine Hilfe brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Erinnert aber tu mich mir irgendwie bitte einen Gefallen. Komm hier nicht mit irgendwelchen Lappalien. Das kann ich nicht leiden, hörst du? Ja. Ich brauch... Wenn's um... Ich... immer... Hä? Ey! Drecksack. Was ist denn jetzt? Hier. Muss ich jetzt mit Bauer Arke sprechen oder was, ey? Ich spreche mal erst mit Arke. Dann gehen wir den Weg jetzt dreimal. Super. Arke. Hey, gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich muss gehen. Mach's. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Wahrscheinlich, weil ich den Engado schon meine erledigt habe. Meine kennst du ja schon. Das ist seine Entscheidung. Gut. Das hätte ich dir vorher sagen können. Na warte, du Mistkerl! Naja, egal. 100 Erfahrung weniger. Dafür haben wir die sofort umgeklappt. Nur sei Dank. Ich dachte schon, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Mein Name ist Akil. Ich bin der Bauer dieses bescheidenen Stück Landes hier. Was waren das für Kerle? Das waren Söldner von Onas Hof. Was anderes als Plündern und Morden kennen diese Bastarde nicht. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Nun, ich danke Innos, dass es nicht so weit gekommen ist. Dank mir, sag nicht mir, Innos. Was ich für dich tun kann. Nichts. 200 Erfahrungen, danke. Du bist ein außergewöhnlicher Kerl. Möge Innos dich auf deinem Weg schützen. Ja. Hast du etwas über vermisste Bürger gehört? Du machst mir Spaß. Gehört, meinst du? Mir selbst fehlen einige meiner Leute. Tonak und Telbo haben bis vor 3 Tagen noch auf meinen Feldern gearbeitet. Und ich weiß genau, dass sie nicht einfach so sang- und klanglos den Hof verlassen würden. Trotzdem sind sie einfach verschwunden und niemand kann mir sagen, was mit ihnen passiert ist. Wenn du ein Lebenszeichen von ihnen finden solltest, dann sagst du mir doch Bescheid, ja? Natürlich. Was wollten die Söldner von dir? Weißt du das nicht? Ona, der Großbauer, hat sie angeworben. Sie bewachen seinen Hof und treiben für ihn die Pacht ein. Das heißt, sie ziehen von Hof zu Hof und nehmen sich, was sie wollen. Und wer nicht zahlen kann, der kriegt ihren Stahl zu spüren. Ich komme von Baltram. Ich soll ja eine Lieferung für ihn abholen. Dann bist du sein neuer Bote. Okay, ich habe das Paket schon fertig gemacht. Du kennst dich doch in der Gegend aus. Klar. Was willst du wissen? Was finde ich in dem Wald hinter deinem Hof? Da gibt's nur jede Menge Monster. Wobei die Wölfe noch die ungefährlichsten sind. Angeblich sollen da auch noch ein paar Banditen ihre Höhle haben. Na, meinen Hof haben sie bis jetzt in Ruhe gelassen. Wo finde ich den Hof von Ona? Geh einfach wieder die Steinstufen runter und folge dem Weg weiter nach Osten. Irgendwann kommt eine Taverne. Da gehst du weiter nach Osten, bis du zu den großen Feldern kommst. Da lungern dann schon die Söldner rum. Okay. Was ist das für eine Taverne im Osten? Frag mal Randolph. Er weiß mehr darüber als ich. Er war schon ein paar Mal dort. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Gut. Okay. Und Randolph, was geht ab? Alles in Ordnung. Ja, mir geht's gut. Dieser Alvarez ist in letzter Zeit immer dreister geworden. Gut, dass es jetzt vorbei ist.
Ja, jetzt ist er tot. Einen kräftigen Schluck in der Taverne. Du kommst nicht aus der Gegend, richtig? Ich komme von den südlichen Inseln. Irgendwann hieß es, sie bräuchten Leute in Korinis, wegen dem magischen Erz. Aber als ich ankam, war da diese riesige Barriere. Und da wollte ich nicht rein. Ich habe dann angefangen, im Hafen zu arbeiten. Nun, seitdem keine Schiffe mehr kommen, bin ich halt zu Aki gegangen. Naja, ich habe schon schlechtere Jobs gemacht. Interessant. Du gehst in die Taverne? Das ist richtig. Jedoch in letzter Zeit nicht mehr. Ich kann es mir nicht leisten, dorthin zu gehen. Was genau passiert dort in der Taverne? Leere den Krug in einem Zug. Zwei Kontrahenten treten gegeneinander an und derjenige, der das meiste Bier verträgt, hat gewonnen. Am Ende habe ich nur noch verloren und nun muss ich erst wieder zu Geld kommen. Gegen wen bist du angetreten? Gegen Ruka, den alten Mistkerl. Er hat mich bisher jedes Mal geschlagen. Doch werde ich irgendwie den Verdacht nicht los, dass mir dieses miese Schwein jedes Mal Wacholder ins Bier gekippt hat. Ich vermute, er hat den Wacholder in seiner verdammten Truhe versteckt, die immer bei ihm steht, dieser Dreckskerl. Jemand müsste ihm einfaches Wasser in die Truhe schmuggeln. Dann kann er von mir aus punchen, so viel er will. Wenn ich doch nur genug Geld hätte, um nochmal gegen ihn anzutreten. Das machen wir schon. Irgendwann. Wenn ich das Geld habe, die Zeit dafür habe. So, jetzt gehen wir erstmal zu den Banditen, würde ich sagen. Volles Leben habe ich. Intelligenz nur 4. Könnte auch stärker sein. Mit den beknackten Brüdern rede ich noch nicht. Wie ich die so gern nenne. Dann die Dunkelpilze, die nehme ich an mich. Gut, dann gehen wir ein Stück in den Wald hinein, auch wenn es jetzt dunkel wird, langsam, oder dunkel ist. Erstmal speichern wir. So, dann sind hier noch Pflanzen. Wisst ihr was, ich kann ja eigentlich auch, ne? Habe ich die Muscheln nicht aufgemacht schon? Nicht. Schwefel. Muschelfleisch. Muschelfleisch. Apfeltabak kann ich nicht aufmachen. Klappmuschel. Goldbrocken. Muschelfleisch. Goldbrocken. Goldbrocken. Bergkristall. Ja, diesmal war sogar ein bisschen mehr drin. So, jetzt sieht man auch was. Sehr schön. Ich finde das furchtbar, wenn man nichts sieht. Muss ich leider nochmal wegstecken. Damit ich nochmal groß speichern kann. Und den Quicksave reinmachen kann. Die wollte ich. Genau. Noch bitte nicht die Waffe ziehen. Erst wenn da ein Monster kommt. Natürlich kann ich es jetzt noch nicht sehen. Ah, da. Zwei Wüstenratten, okay. Ja doch, die müsste ich hinbekommen. Ui. Ja doch, die ist... Die ist nicht so leicht, wie ich dachte. Gut, die haben wir. Die Fackel will ich aber eben noch aufheben, bitte. Und dann wieder in mein Inventar stecken. Dann essen wir ein paar Heilkräuter, sage ich jetzt mal. Komm. Noch ein. Ah, das war eine Heilwurzel. Verdammt. Naja. Machst du nix. Passiert. AP04. Die Quicksave wieder rein. Und auf geht's zur nächsten Ratte.
Ja, komm. Schön auf Abstand lassen. Okay. Halbwegs gut. Kann man sagen. Bisschen Brot. Und ja. Speichern. Quick Save. Und die Fackel. Hier müsste ein Wald-Scavenger. Okay. Grasland-Scavenger ist ja dasselbe. Alter. Okay, der haut rein. Alter. Der haut rein. Ja, tot. Damit haben wir wieder einen Tod. Ah, der ist schwieriger. Was mache ich denn da? Grasland-Scavenger, vielleicht sind die ja gut auf Feuerpfeile. Ein Feuerpfeil habe ich ja. Oder zwei, drei. Feuerbälle habe ich auch noch. Gut, ich nehme aber mal den Feuerpfeil. Der sollte ausreichen. Hoffe ich. Grasland-Scavenger. Naja. Hauen wir noch einen drauf. So. Jetzt haben wir den nämlich auch. Auch nochmal speichern. Und die Fackel gezückt. Sehr schön. Gut, dann müsste jetzt hier ein Wolf sein. Da ist er. Ich hoffe, es ist auch wirklich nur einer. Sehr schön. So wollte ich das sehen. Hier. Gut, dann würde ich sagen, ab in die Höhle. Wir müssen vor dem wegrennen, weil ich glaube nicht, dass wir die schaffen. Jetzt bist du dran. Ich hoffe, das bleibt jetzt bei dem ein. Ja, okay, der haut uns sofort um. Der haut uns sofort um. Okay, die schaffe ich nicht. Das heißt, ich muss wirklich wegrennen.
werde ich auch mit viel Magie nicht schaffen, wahrscheinlich. Vor allen Dingen, ich habe nicht mehr viel Magie. Das ist ja das Problem. Ach du Kacke. Ich hau da einen Feuersturm rein. Und den Rest muss ich dann irgendwie so hinkriegen. Okay, jetzt heißt es. Hier wird nicht gekämpft. Gold, das ist schon mal meins. Ich sollte eben mal Quickload machen. Also das bringt auch nichts, habt ihr ja gesehen. Ich will diesen Fisch haben, der in der Truhe ist. Wie mache ich das? Jetzt bist du dran. Hi. Das war's für dich. Boah. Der hat mich mit einem Schuss erledigt, obwohl ich 33 Schutz habe verfallen. Das ist hart. Kriege ich das hin noch? Theoretisch brauche ich den ja noch nicht. Jetzt bist du dran. Alter! Alter! Geh raus! Renn! Ja, renn so schnell wie du kannst! Schaff ich nicht. Ich mach dich fertig. Bleib stehen, du Lump! Das hast du verdient, Mistkerl. Nee, ich glaube, die kriege ich nicht hin. Ich weiß jedenfalls nicht, wie ich sonst an die Truhe kommen soll. Ich will ja eigentlich nur an die Truhe. Den Fisch rausnehmen und weg. Ich versuch's nochmal. Jetzt bist du dran. Kommt. Ah, ohne mich zu erwischen. Truhe. Geh an die Truhe, fuck. Geh, hau ab. Das war's. Alter. Penner. Warum haut der nicht ab? Ey, da hatte ich jetzt richtig Glück und der hängt an der Truhe fest. Der Bastard. Ich fass es nicht, ey. Hatte ich richtig Glück und der hängt an der Truhe fest. Ich mach dich fertig. Alter, gehen sollst du, rennen. Bleib stehen, du Lump. Das hast du verdient, Mistkerl. Und noch einmal. Okay, der Part ist jetzt so gut wie vorbei. Ich versuch's jetzt noch einmal. Versuch nur den einen Fisch rauszunehmen und dann abzuhauen. Jetzt bist du dran. Ah, fuck. Da hat mich einer. Das hast du, Alter, du sollst hüpfen. Springen.
Warum? Warum, Leute? Warum? So, noch einmal. Jetzt bist du dran. Alter, springen. Spring! Bleib stehen, du Lump! Das war's für dich, Penner. Sieh dir es an. Schaff ich nicht, Leute. Sorry. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Und ciao. Adanos zum Gruße. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen von Let's Play Gothic 2 Die Rückkehr. In der Mitte kannst du jetzt ein kleines Preview von der nächsten Folge sehen. Willst du zu dieser Folge gelangen, klick auf den Pfeil nach rechts. Willst du zu der Folge davor, klick auf den Pfeil nach links. Du hast es also tatsächlich geschafft, willst du nicht immer vor- und zurückklicken, dann empfehle ich dir links oben die Playlist. Sonst bist du so willst du zur Hauptseite meines Kanals, dann klick rechts oben auf das Logo. Links unten habe ich den Playthrough von Gothic 1 in Welt der Verurteilten verlinkt. Rechts kommen andere Projekte auf meinem Kanal. Direkt unter dem Preview-Video gibt es ein zweites Gothic 2 Let's Play mit der Minimod Balance. Ich hoffe, dir hat die Folge von Gothic 2 Die Rückkehr gefallen. Und vielleicht hinterlässt du eine Bewertung oder einen Kommentar. Und ich hoffe natürlich, dass du das nächste Mal wieder dabei bist. Also, Arnos sei mit dir.